Mit Gerhard Haderer verbinden hierzulande natürlich viele seine Karikaturen für den Stern. Joachim Frenz hat das auch schon erwähnt, die wöchentlich erschienen sind. Ich bin mir sicher, dass einige von Ihnen diese Seite zuallererst aufgeblättert haben. War doch immer ein Lacher garantiert. 25 Jahre lang hat Haderer mit seiner Wochenschau das Magazin bereichert. Und dann hat er plötzlich entschieden, es geht nicht weiter. Der Antrieb ist weg, das Feuer, die Lust. Es fängt nun an, Stress zu machen. So kommentierte er seine Entscheidung beim Abschiedsinterview des Stern. Für eine Sache brennen, Lust haben, vor allem Freude an der Arbeit haben, die für ihn eigentlich keine ist. Das ist der rote Faden, der sich durch das Leben des Cartoonisten Haderer zieht. Radikal hat er sich mit 30 Jahren aus der Werbewelt verabschiedet und sich für die Arbeit als freischaffender Karikaturist entschieden. Es ist gut gegangen. Damit hat er sich auch für die Freiheit seines Tuns entschieden. Fortan mischte er sich ein in den politischen Diskurs, eckte an, zeigte neue Sichtweisen auf das Weltgeschehen. Und, meine Damen und Herren, zum Glück tut er das bis heute. Und zwar weiterhin sehr erfolgreich. Immer wieder stellt er sich neuen Herausforderungen, ob im Kleinstformat oder auf der riesigen Leinwand. Haderer versteht es in allen seinen Werken, das Grauen hinter der Idylle zu offenbaren, und zwar scharfsinnig und mit viel Humor. Wie Sie sich sicher denken können, fühlen sich die Porträtierten oftmals auf den Schlips getreten. Nicht jeder mag die Karikatur als solche zu akzeptieren. Da muss man schon ein gutes Nervenkostüm haben, wenn man selbst dargestellt wird. Und das hat bekanntlich nicht jeder. So musste sich Gerhard Haderer vielen vehementen Reaktionen auf sein Werk stellen. Ich erinnere an das wohl herausstechendste Beispiel, sein Buch »Das Leben des Jesu«, zog 2002 scharfe Proteste seitens der inzwischen noch mehr gebeutelten Kirche nach sich. In drei Ländern wurde er wegen Blasphemie angezeigt. In Griechenland hatte diese Anzeige eine Verurteilung in Abwesenheit zu einer 6-monatigen Haftstrafe zur Folge. Kurz darauf sprach man ihn allerdings im Berufungsverfahren frei. Das Buch wurde, wie kann es anders sein, zum Bestseller. Während einer Redaktionskonferenz der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo wurde ein islamistisch motivierter Terroranschlag auf die Mitarbeiter verübt. Wir alle erinnern uns daran. Unter den Opfern befand sich auch Gerhard Haderers guter Bekannter Georg Wolinski. Haderer reagierte auf diese schreckliche Tat mit einer Zeichnung. Zu sehen ist darauf eine schwarz gekleidete Gestalt mit Kalaschnikow, umgeben von einer unübersehbaren Menge an Bleistiften. Bunt und fröhlich lassen diese Bleistifte die kleine Figur machtlos erscheinen. Ein starkes Bild, das die Botschaft auf den Punkt bringt. Das ist die Leistung Gerhard Haderers, das ist die Leistung seiner Karikaturen.